herzlich willkommen beim Filmdialog. Lennart Maschmeyer, ich bin Marius Meyer. Und wir wollen heute mal über Protagonisten bzw. Hauptfiguren sprechen. Und in dem Fall vor allem sympathische Hauptfiguren, unsympathische Hauptfiguren. Wie setzt man sich damit auseinander und wie sollte man das bewerten? Und wie finden wir, wie man es bewerten sollte? Wir geben natürlich hier wie immer nichts vor. Aber das ist mal wieder so ein Moment, mal wieder so ein Gespräch von früher wie Serien versus Filme oder sonst irgendwas gegen irgendwas. Jetzt halt Protagonisten gegen Antagonisten. Genau. Oder generell die Frage von Heinz Blöd, wenn er sagt, ja, ich mag den Film nicht, ich mag den Hauptcharakter nicht, der war doof. Genau. Ein Aspekt davon. Und da sollte man erstmal damit starten, die Hauptfigur oder der Protagonist. Das kann man nämlich noch unterscheiden, weil ein Protagonist, das kommt aus dem Altgriechischen und steht für den Ersthandelnden, der die Story vorantreibt, der Hauptmotor. Da kann man jeweils immer gucken, es gibt Filme, wo es ganz klar ist. Luke Skywalker trägt die Handlung voran, obwohl er ja nicht die Handlung initiiert. Das wird ja durch andere Figuren gemacht. Oder man hat natürlich auch Rambo. Rambo treibt die Handlung von Rambo, ist eh eine gute Figur, da gehe ich später noch drauf an. Und es ist auch die zentrale Figur, um die sich die Geschichte dreht. Zum Beispiel kann man sagen, ja, aber Luke Skywalker steht zwar im Mittelpunkt, hat aber noch diese ganze Gruppe bei sich. Sowas wie Oceans. Da ist zwar Danny Ocean. Aber es ist Oceans 11. Genau, da ist es die Gruppe. Und andere Filme haben eine ganz klare Hauptfigur, obwohl sie einen kleinen, sagen wir mal, Supporting Cast haben. Und da muss man nämlich sagen, es gibt nicht nur den Protagonisten, sondern auch den Deuteragonist. Das ist die zweite Rolle, der Zweithandelnde. Bestes Beispiel dafür, ein Sidekick, Watson. Sherlock Holmes, Watson. Sherlock Holmes bewegt die Story voran, Watson hilft im Moment, ist auf jeden Fall ein klar zu erkennender Supporting-Charakter. Genau, der auch, sagen wir mal, von der Screentime her ähnlich viel Anteil hat wie die Hauptfigur, der Protagonist. Und dann hast du den Tritagonist, das ist halt eher sowas, was schon als starke Nebenfigur zu verstehen ist, die aber noch dabei ist. Die sozusagen, also sie kann noch einen großen Story-Moment liefern. Für mich war das zum Beispiel, wenn man an der Hobbit denkt, bei der Hobbit hat man eine ganz klare Struktur. Man hat Bilbo Beutlin, das ist ganz klar unser Protagonist. Dann hat man so Figuren wie Gandalf, was unser deutscher Protagonist ist. Wichtige Figur, tritt öfter mal auf, hilft in großen Teilen der Handlung. Und dann hat man die ganzen Zwerge, wo manche in einigen Filmen nicht mal eine Zeile sprechen. Also da muss man einfach sagen, okay, die sind halt dabei, unterstützen die Gruppe. Wenn man dann als Letztes sagen würde, der Statist, der da anwesend ist. Genau, und dann hast du noch einen Statisten, der ist ja erstmal dafür da, in manchen Filmen, um das Set zu füllen. Das ist ja ganz klar. Und halt Authentizität zu zeigen. Genau, so, wenn du eine Schlacht mit 8 Leuten hast, dann ein bisschen wenig. Aber du hast die ganzen Statisten, die das Set auffüllen. Tati-Filme funktionieren, weil so viele Statisten da sind, wo du keinen Namen weißt. Und dann der Antagonist. Anta bzw. Anti kennen wir alle. Anti, gegen Handeln. Und da gibt es das Wort Again noch, was so viel wie Handeln bewegen. Also man kann es ganz simpel als der Gegenhandler. Der einfach gegen... Der Gegenspieler, genau, in gewissem Maße. Jemand, der gegen die Interessen der Hauptfigur arbeitet. Es muss dadurch nicht ein Bösewicht sein. Weil man ist ja ganz schnell bei, man hat Helden. Und das ist ja auch gar... Viele Hauptfiguren und Protagonisten durchleben ja eine Heldenreise. Heldenreise ist ja praktisch gesehen dieser Ablauf von, er kann nichts oder wenig, lernt etwas Neues, verändert sich, verändert seinen Charakter. Also Luke Skywalker ist am Anfang ein unbedarfter Bauernjunge auf einem Planet mit 2 Monden und am Ende ist er ein Held, der das Imperium zum ersten Mal geschlagen hat. Also hier ganz klar die Einteilung Held. Bösewicht, genau. Der nicht unbedingt das unsagbar Böse sein muss, wenn ich mir beispielsweise so an Gerichtsdramen denke. Genau. Der Rechtsanwalt gegen den Staatsanwalt, beide im Apparat der Justiz, genau, aber ja mit verschiedenen Interessen, die aber halt nichts, keine böswillige Absicht. Die 12 Geschworenen,
der Geschworene Nummer 3, der ja praktisch gesehen der Antagonist ist und eben mal wieder die Verhandlung auffällt, aber ja nicht ganz klar ein Schurke ist oder jemand mit bösen Absichten. Bösen Absichten. Und da kann man auch definitiv noch anführen, wie der Duden überhaupt Sympathie, weil es geht sehr oft darum, mir war die Hauptfigur, wie du es eben nicht gesagt hast, ich mag die Hauptfigur, mir war die Hauptfigur nicht sympathisch. Mhm. Das hört man immer. Und erstmal aufgrund gewisser Übereinstimmung, Affinität, positive, gefühlsmäßige Einstellung zu jemandem und Sympathie für jemanden empfinden, wenig, große Sympathie für jemanden haben, bei aller Sympathie, so geht das nicht. Das ist ja auch was, was man sagt. Mhm. Eine Figur hat sich moralisch falsch verhalten oder aus anderen Gründen. Und Sympathie nennt auch Verbundenheit aller Teile des Ganzen, sodass, wenn der Teil betroffen ist, auch alle anderen betroffen sind. Mhm. Man hat sehr oft Figuren, die stehen für ein Land. Captain America steht für Amerika. Und auch für ein ganz klares liberales Wertebild bis zu einem bestimmten Punkt. Mhm. Und wenn jemand Captain America angreift, dann greift er uns alle an. Spider-Man 1, wenn du Spider-Man angreifst, greifst du uns alle an. Und das ist ja ganz klar, nicht nur die Figuren im Film, sondern auch wir identifizieren uns mit der Hauptfigur. Aber es gibt ja auch Momente, wo das nicht der Fall ist. Da gehen wir auch später noch drauf ein. Und das heißt also, Sympathie stellt eine Verbindung von mir, dem Zuschauer, genau, dem Zuschauer, zur Hauptfigur in einer Art dar. Aber bei unsympathischen Figuren, zum Beispiel Joker oder Patrick Bateman, ist das eine andere Form, das ist eine gestörte Verbindung. Und das ist auch. Also Joker in dem Sinne, wo Joker ist die absolute Hauptfigur ist, genau. der Antagonist. Exakt das. Und es gibt verschiedene Gründe, finde ich, warum man nicht mit einer Figur sich oder mit einem Protagonisten sich verbinden kann. Zum Beispiel das Verhalten in einem Horrorfilm und in einem klassischen 80er-Slasher. Mhm. Wer ist dort dein Protagonist? Eigentlich doch immer. Alle Leute, die eigentlich abgeschlachtet werden. Genau, die. Da kann man natürlich sagen, ja, das Final Girl, also bei Halloween ist es dann Curtis oder bei wer auch immer im Freitag der 13. das Mädchen war. Ja. Aber das ist deine Gruppe, da hast du einen ganz klaren Protagonisten, der sich ja aber zum Beispiel in diesem Film, den ich anfangs offen zeigt, immer, sondern manchmal auch einfach dadurch, dass die anderen Figuren dezimiert werden, bist du überrascht. Evil Dead Remake. Mhm. Da hast du ganz klar, dass der eine Junge, der eine Mann, dass der deine Hauptfigur ist. Mhm. Der Dunkelhaarige, da war es, der seine Schwester helfen wollte, wegen den Drogen. Und da bist du ja, das ist meine Hauptfigur. Und dann stirbt er nach der Hälfte. Oh, ich habe Evil Dead von vor 10 Jahren. Das war Psycho, das war jetzt das beste Beispiel. Wo komplette Hauptfigur eingeführt wird und dann einfach, Spoiler, oh, Entschuldigung, eingeführt wird und dann, nee, bumm, ist nicht mehr so. Genau, und dann ist es so, soll ich mich mit dem Antagonisten, dem Feind hier identifizieren? Weil was ist denn die Aussage? Viele Leute schreiben oft, ich freue mich immer, wenn die Figuren in Horrorfilmen sterben. Mhm. Die dummen Teenager, die saufenden Teenager. Das ist ja erstmal eine relativ altkluge Haltung im Sinne von, die Jugend ist zu nichts mehr gut, außer zum Sterben im Horrorfilm. Wir brauchen die Jugend nicht. Ist ja eigentlich eine relativ zukunftsfeindliche Einstellung. Mhm. Du kannst eigentlich sagen, ich hoffe, dass alle es schaffen. Es gibt ja auch Horrorfilme, wo man das sagt. Wenn die Hauptfigur eine so starke Persönlichkeit hat oder eine Person ist, wo man ihnen das gönnen muss, genau, dass es schafft. Wie man sagt, bei den klassischen Horrorfilmen und solchen Slashern, ist also klar, alle Figuren können sympathisch sein, aber also grundsätzlich von ihrer Art und Weise, aber dann machen sie Entscheidungen, die man selber halt nicht nachvollziehen kann und trotzdem werden sie nicht unbedingt unsympathisch, sondern, genau, mein Gott, warum sind, man ist ja, man hat ja Sympathie für die und regt sich dann eher drauf, warum sie sich so blöd verhalten. Genau, das ist ja ein Verhalten, exakt wie du es sagst, man stimmt mit dem Verhalten nicht überein, das ist ja erstmal was ganz Simples. Man, zum Beispiel schreibt man bei manchen Filmen, jetzt erschieß ihn doch. Also man hat selbst einen eruptiven Emotionsausbruch, dass man eine bestimmte Handlung sehen möchte von der Figur, mit der man mitfiebert. Gibt es ein gutes Beispiel, was wir letztens gesehen haben, jetzt ein bisschen länger her, die Jagd. Ja. Mit der Hauptfigur, wo dann eher eine Situation kommt, wo man dann selber denkt, jetzt werde ich doch mal endlich dagegen. Und das ist auch so, oder das Fest, auch jetzt im Winterberg, da hat man ja auch ganz bestimmte Gefühle, wenn sich die Story weiter aufdröselt und man sympathisiert mit manchen Teilnehmern dieses Fest dann deutlich mehr als mit anderen. Und Sympathie ist ja auch sowas,
wie ich das eben sagte, man sympathiert ja auch, sympathiert. Synthetisiert. Man ist ja auch manchmal Figuren zugewandt, die Sachen haben, die man selbst als Idealvorstellung hat. Reiche Figuren kannst du mögen, weil so wäre ich auch gern. Bruce Wayne in Batman, Tony Stark bei Iron Man, Patrick Bateman. Er ist ja als Witz schon der Chat. Im Sinne von, diese Art von Person möchte ich sein. Allein nur die Vorstellung davon haben, wie es wäre, sozusagen, genau. Nicht tatsächlich so ein Bestreben zu führen, um Patrick Bateman zu sein, wäre nicht, vielleicht, keine Ahnung, sondern eher so die Art und Weise, das gerne mal machen zu dürfen, was Patrick Bateman macht. Aber eher so in Richtung Fantasie oder Gedanken im Kopf, in der Richtung, dass man sagt, okay, das ist jetzt ziemlich cool, das ist ziemlich basierend, ein Chat und so in der Richtung war, man würde das nicht selber tatsächlich machen. Und dann hat man ja das Gegenteil, man hat eine sehr arme Figur, eine Figur, mit der man entweder sich verbinden kann, weil man mitleidet, weil sehr oft ist es ja auch in Dramen, dass man bis zu einem gewissen Teil etwas nachempfinden kann, empathisch ist. Man sagt, die Figur hat ihren Job verloren. Sowas ist mir auch schon mal. Wo man dann Verhalten rechtfertigt, was eigentlich vielleicht gesetzlich nicht mal unbedingt richtig ist, weil man halt sagt, okay, eine Person ist so arm, kämpft sich darum und denen gibt man einen gewissen Vorteil dann, was es anders eventuell nicht schaffen kann. Genau, also da sind ja diese ganzen Filme, diese, sagen wir mal, Started from the Bottom Filme, so. Man sympathisiert ja, obwohl er eigentlich eine unsympathische Figur ist, ja auch mit der Hauptfigur aus Wolf of Wall Street. Mhm. Und man macht das ja, weil es von unten nach oben schafft. Und man ist so, ja, man zieht mit, man möchte ja immer seinen Helden, also oder meistens im Film, seinen Helden gewinnen sehen, weil er eine beschwerliche Reise hinter sich hat. Genau. Und das Gute bei, oder gute Beispiel bei Wall Street ist, dass es dann irgendwann in dem Film noch den Punkt gibt, wo er das erreicht, was man möchte. Und dann darüber hinausgeht, dass er dann erst der Fall, Aufstieg und Fall quasi, wo er dann auch beim Zuschauer Sympathien verlieren kann und am Ende wieder am Boden ist. Und dann hat man noch Figuren, die jetzt nicht unbedingt, denen man nicht nacheifert, die man nicht bemitleidet, wo man Wesenszüge sieht, die einen abstoßen oder anziehen können. Nightcrawler, wo Jack Gyllenhaal den Fernsehreporter spielt, ist das beste Beispiel für mich, eine Hauptfigur, die so korrupt ist, grausam und einfach nur unsympathisch. Oder, genau das Gegenteil, der Joker. Der Joker, damals wurde gesagt, man sollte ihn nicht in Kinos aufführen, weil bestimmte Leute sich von diesem Personentyp angezogen haben. Damals hatte man noch andere Probleme in der Welt. Genau, aber man fühlte sich von diesen Personen und Charaktertypen angezogen, weil sie eine bestimmte Leidensgeschichte ausdrücken, die man nachvollziehen kann und ihnen nacheifern. Genau. Da ist halt der Punkt, nicht wie bei Patrick Bateman zu sagen, man eifert jetzt nicht Patrick Bateman nach, aber der Joker ist... hat solche Ansichten, dass man sagt, okay, wenn man das wirklich für sich selbst umsetzt und sich so verhält, dass man dadurch was Eigenes erreicht. Genau, dass man eine radikale Veränderung der Gesellschaft herbeiführt. Und da würde ich auch zum Beispiel sagen, es gibt andere Punkte, warum man nicht mit Figuren sympathisieren kann, weil das waren jetzt ganz klar Punkte, die ich aus der Story ziehe, also aus der Handlungswelt. Ich versetze mich dort rein. Aber es gibt ja auch etwas, was vor einem stattfindet, außerhalb der Story und des Plots, das ist das Schauspiel selbst. Das kann einem ja auch Sympathien verleihen oder erlauben. Es kann zum Beispiel eine Performance sein, die einen von der Performance her reinzieht, aber man mag den Schauspieler nicht. Beispiel ist dafür, es ist schlecht geschauspielert, obwohl das, was er porträtiert, sehr gut oder sehr anziehend ist. Til Schweiger in keinem Hasen. Schauspieler schlecht oder nicht gut. Schweigert sich durch. Genau, schweigert sich durch. Und das lehnt man ja schon ab, weil man keine Sympathien für den Darsteller hat. Nicht, weil die Rolle, die ja auch vielleicht sogar, also es geht ja bei sowas auch viel um Ideologie, Ansichten, Meinung. Sagen wir mal, es sind eigentlich harmlose Rollen, aber durch die Art und Weise, wie geschauspielert wird und Til Schweiger, da ich direkt ja, unsympathisch. Selbst wenn die Figur an sich, weiß nicht, die Weltrat rettet. Genau, und dann sagt man, ja, er möchte sich überhöhen und als Weltretter darstellen. Brad Pitt in 12 Years a Slave. Wo er dann als Amish auftritt und noch so als weiser Mann erklärt, dass... weiser Mann. Genau, exakt. Dass er als weiser Mann dann noch erklärt, ja, aber Rassismus sollte man nicht machen. Wo er sich selbst, der ja den Film produziert hat, noch als Retter darstellt, was absolut widerlich ist. Und was diesen Film, der viele gute Aspekte hat, zunichte macht.
bist nahezu nicht. Es wäre aber zumindest. Da könnten wir mal irgendwann eine Diskussion drüber führen, weil ja. Ich mochte den Film sehr gerne tatsächlich. Ich muss dazu noch mal ein bisschen nachdenken. Und dann hat man noch etwas Schauspiel, was einfach, wie wir das eben schon sagten, man ist auf die Rolle sauer plus auf die Performance. Das ist so ein diffuses Durchmischen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Okay. Jennifer Lawrence in Mother. Welcher Film war das? Ach so, ach, der von Damon Aronofsky. Aronofsky, genau. Du weißt, was ich meine. Ja. Die Performance war eigentlich nicht schlecht. Und dass du da halt nicht bei Tischweig grundsätzlich ablehnend bist, sondern genau. Ein Zwischending hast, um zu sagen, man muss viel zugeben, dass es ganz eigentlich im Kontext des Films gut ist, aber man trotzdem diese Person verabscheuft. Ich habe das zum Beispiel von vielen Leuten bei Black Swan, Natalie Portman, haben viele Leute abgelehnt. Ich halte Black Swan für einen fantastischen Film, der gerade durch die Leistung von Natalie Portman getragen wird. Aber es gibt viele Leute, die diese Art von Schauspiel, dieses Weinerliche, das ist auch zum Beispiel ein schwacher Hauptcharakter, der sich durch die Story durchleidet, Grüße an Woody Allen hier, das mögen viele Leute nicht. Das ist was abschürzen. Man möchte, dass, ja. dass die Figur ein Held ist oftmals. Und dann habe ich noch eine dritte Form, die Stereotypen. Mhm. Die Hauptfigur ist ein Stereotyp. Er ist ein reicher Businessman. Damit könnte man einmal im Psycho, kurz und klein schon, er ist ein reicher Businessman. Habe ich keine Sympathien für, ich bin Antikapitalist sozusagen. Ich sehe da drin ein Feindbild. Also man hat weitere Bezüge auf die Figur. Selbstjustiz, ein Film, den wir beide sehr mögen, Ein Mann sieht rot. Oder ein Film, den wir beide gar nicht mögen. Straight Outta Compton. Nicht so ganz. Gesetz der Rache. Gesetz der Rache. Und dort stehen wir sehr ablehnend gegenüber und halten die Botschaft für sehr schädlich, weil die Hauptfigur keine Verbindung zu einem aufbaut. In keiner Weise. Jetzt muss man natürlich sagen, ist das intendiert? Will man, dass die Hauptfigur einem unsympathisch ist? Und das ist nämlich das, was ich noch zum Ende diskutieren will. Inwieweit leitet der Schauspieler, der Drehbuchautor, der Regisseur und der Kameramann durch die ganze diese Arbeit, wie leiten die eigene Herangehensweise an die Figur, also wie soll sie den Leuten erscheinen und wie nehmen die Leute es wahr? Das kann ja gestört sein, dieses Verhältnis, dass man selbst sagt, ich kann mit der Figur mitfiebern, ich sehe da drin ein überzeugendes Role Model. Viele Leute bei American Psycho, während die Figur natürlich als misogyner Sexist und so dargestellt wird, wo ja keine Sympathie entstehen sollte. Das ist das Interessante. Da habe ich ein gutes Beispiel, wo man diskutieren konnte. Fritz Honka aus der Goldenen Handschuh ist unsere Hauptfigur, ist nicht sympathisch, ist absolut widerlich. Dazu ist alles andere drumherum auch zum Abstoßen. Ja. Sodass, dass er in seiner eigenen Welt mit drin ist und die Welt schon so widerlich ist, dass man alles abstoßend findet und man trotzdem nicht unbedingt sagt, ich hasse Fritz Honka. Nee, man erwärmt sich ja über die Zeit. Anfangs ist es ja wirklich ein Schock, die ersten Szenen, wenn er die ersten Leichen, er ist ein Mörder, wenn er die ersten Leichen wegschafft, das ist wirklich ein Schock. Aber wenn man ihn dann sieht, wie er, menschelt, dann erwärmt man sich für die Figur. Und es ist unser Protagonist, wir müssen also mit ihm mitleiden. Wir haben ja nicht mal einen Antagonisten im Film so richtig. Und das ist auch so die Sache, die Frage, ob Protagonist und Antagonist, weil er kämpft ja gegen sich selbst und seinen Drang sozusagen, ob das manchmal zum Beispiel auch zum Vertauschen ist. Ja, man sagt ja manchmal, man kann Protagonist, Antagonist, wie wir uns am Anfang gesagt haben, die beiden, der eine Spieler, der andere Spieler, Torwart und Stürmer, die gegeneinander spielen auf einem Feld. Zu sagen, der Antagonist im Sinne des Anti-Helden. Ja. Famous Because Textico, aber als Anti-Held. Genau, er ist ein Anti-Held, der aber trotzdem etwas Heroisches tut, ohne dabei klassische heroische Merkmale aber aufzubauen. Das kommt in unser Textico-Video, was kam oder was vielleicht nochmal kommt. Dann bald, und, irgendwann. Das ist für uns so ein bisschen der Punkt. Wie seht ihr das mit den... Habt ihr überhaupt durchgestiegen? Mit den Protagonisten? Ja, wir haben uns ja eigentlich relativ gut an Hauptpunkten runtergearbeitet. Deswegen... Stimmt das, schreibt es hier runter. Genau. Gibt es einen Protagonisten, den ihr komplett verabscheut? Wegen seines Schauspiels, wegen des Schauspielers, wegen der Art, wie er einen Konflikt löst. Das ist ja auch manchmal, dass man einfach der Art, wie er Konflikte angeht, nicht zustimmt. Manche Leute können Rambo nicht ab, weil Rambo einfach nur ein Mörder ab einem Teil 2 ist.
Und das ist auch so eine Frage, wie sympathisiert man mit den Figuren? Was braucht es, damit ihr eine Hauptfigur sympathisch oder unsympathisch findet? Und da möchte ich gerne mal die Leute, die vielleicht der seidene Faden, Paul Thomas Anderson mit ja. Unserem Lieblings-Iren, wie heißt er nochmal? Unser, ja. Ich habe ihn hier aufgeschrieben. Das There Will Be Blood. Wie heißt denn der Schauspieler nochmal? Ja. Daniel Day-Lewis. Hat wer in diesem Film Der seidene Faden gesehen? Weil, ich schon. Ach so? Ja. Und, wie fandst du den? Warum ich weiß genau, was du meinst mit dem Antagonisten, Protagonisten, genau. Der sich in der letzten Szene auflöst und beziehungsweise richtig abzeichnet. Und ja. Ich hoffe, wir sprechen über denselben Film, das diskutieren wir gleich. Aber das ist für mich auch ein gutes Beispiel für eine absolut widerliche Person mit einem fantastischen Schauspieler und einem sehr interessanten Film. Einer der besseren Paul Thomas Anderson Filme aus dem letzten Jahrzehnt. Eure Meinung dazu. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.